Ah, da kommt man hoch, genau. Hier können wir erstmal wieder was lernen. Ein altes sowjetisches Schild. So. Ah, hier können wir durch. So. Speichern. Automatisch. Sie sagt auch nichts. Wie sie sich die Hände wärmt, auch sau cool. Ach du Scheiße, das ist gar nicht gefroren. Ach du Heilige. Nee. Ernsthaft, jetzt müssen wir auch noch abtauchen hier, oder was? Sieht so aus. Die Räumtrupps beladen schon die Helikopter. Hätte nie gedacht, dass sie Phase 2 miterleben. Schieß laut. Die Revolvermänner haben keine Ahnung, was jetzt kommt. Aber wir können ja lange unter Wasser bleiben. So, den holen wir uns erstmal rein. Und den holen wir uns auch. Hierher geführt, oder? Glaubst du, Trinity wollte sie rekrutieren? Es steht uns nicht zu, spekulieren. Die Befehle sind klar. Sichtkontakt, erschießen wir sie. Echt? Erstmal fresst ihr das hier. Oh, scheiße. Das war so dämlich. Ich glaube es nicht. Jo. Wie einfach alles schief geht. Ich fasse es nicht. Egal, wir holen die uns jetzt anders. Schön, ich hätte die gerne abgefackelt, aber okay. Ja, ihr kleinen Affen. In die Schnauze. Ist da noch einer? Oh, das war der Kopf. Und wie viele das waren. Und alle schön auf einem Haufen habe ich sie erledigt. So, ich will Pfeile. Ich habe so viele Pfeile verbraucht für euch, ihr Schweine. Was war das schon wieder? Echt jetzt, hier gibt es keine Pfeile. Wie viele haben wir überhaupt noch? 15. 15 ist jetzt nicht so viel. Da hinten hin, wir gehen aber in diese Richtung. Vielleicht liegt hier ja was Geiles, wie ich einfach hier vorne hingeschmissen habe. Mann, so schlecht. Die wären alle weg gewesen.
Das Scheißding brauche ich nicht. Nein, hier geht's nicht lang. Ah, da hoch. Moment, komme ich da? Hier muss ich her. Genau. Okay, betrete die Wetterstation, aber wo? Wo, wie? Wer, wie, was? Der, die, das. Oh, hier. Ja, bitte öffnen. Ein Anhänger. Nein, hui. Eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. Schön widerlich. So, wo ist die Flasche? Nimm die erstmal nochmal mit. Okay, Wetterstation. Betreten, aber... Scheiße. Ehrlich, da war so ein dreckiges Loch. Das ist ja wohl... Das ist ja wohl ein Witz. Wie wär's, wenn wir einfach hier hochgehen? Und dann hier entlang. So, durchsuche die Wetterstation. Und dann sind wir auch schon drin. Mann, ey, die schmeißt die Flasche immer weg. Ich will die eigentlich behalten. Oh, hier haben wir was zum Hören. Das gab's ja auch schon lange nicht mehr. Gesehen habe, warst du... Verdammt, Lara. Sei nicht tot. Nach der Lawine kam ein kurzes Signal. Ein kurzes Echo. Aber es muss deine Stimme gewesen sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß, du hast überlebt. Zumindest die Lawine. Seitdem kam kein Piep mehr. Aber ich versuch's weiter. Ich weiß, ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber... Du hast echt geglaubt, dass ich dich hier lasse? Echt? Du solltest mich besser kennen. Ja, Jonah. War ja auch gut, hat uns ja das Leben gerettet. Betrete den Gefängnisblock. Ja, wo ist denn der? Da unten das, oder wie? Die Musik wird etwas nervenaufreibender. Oh, oh. Jawohl. Gar nichts hast du. Das merkst du dir mal ganz schnell. Nichts hast du. Und du... Oh! Huh. Man sollte schon den Absprung richtig timen. Hakenaxt. Was für eine... Ach so. Oh nein. Huh. Naja, egal. Oh. Oh. Oh, scheiße.
Nicht so weg hier. Oh, oh. Nein, nein. Wir sind jetzt hier auch im Berserker-Modus auf jeden Fall unterwegs. Und rein in die gute Stube. Okay, finden Sie Jonah. Wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Nicht. Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Ja! Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Jonah ist ja so ein Vollidiot. Komm, wir müssen uns um sie kümmern. Wir sind fast in Position. Was war hier? Aber das Ziel nicht im Blick. Erwarte Befehle. Position halten und bereit machen. Sie ist gefährlich. Verstanden? Ist gefährlich. Wir sind auf jeden Fall gefährlich. Verdammt. Das ist bestimmt Ärger. Sie ist hier. Hä? Du Penner, wie hast du mich überhaupt gesehen? Ich sehe hier nur Licht. Mist, verdammter. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Oh, Scheiße. Komm schon, Lara. Jetzt nicht schlapp. Hier, Picos. Hä? Au. Haben Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. Anführer Sonne! Wir kümmern uns darum!
Nein. Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Alle angreifen. Oh mein Gott, ey. So, nichts wie weg hier. Ach, scheiße. Geist, ich muss vorsichtig vorgehen. Naja, den können wir uns ja schon mal schnappen. Ah, wir haben hier noch mehr Öffnungen. Okay, der Arsch hatte mich da schon im Blick gehabt. Mist. Geh da rein, bist du dumm. Meine Güte. Lara, ey. Wie können die mich überhaupt sehen? Ich weiß gar nicht, wo die hingucken. Mann, die Kamera. Ich frage mich, ob die mich sehen können, weil die rennen immer dahin, wo ich gerade bin. Ist schon ein bisschen kurios. Kann die auch irgendwie ballern? Hä, ich verstehe es nicht. Aus dem Wasser heraus kann ich nichts machen, oder was? Ja, dann kann ich ja gleich da hoch und einfach drauf losballern. Hat ja gar keinen Sinn. Der verfolgt mich ja auch hier. Der komische Kauz. Ja gut, so geht's auch nicht. Scheiße, ey, das ist doch doof. Ein Geist, ich muss vorsichtig vorgehen. Ja, einer wird mich gleich sehen. Haltet die Augen in der freien Position. Weiß der Geier, wie die mich immer sehen können. Also ich habe keinen blassen Schimmer. So, hat mich schon wieder gesehen. Ich bin nicht mal aufgetaucht, aber er hat mich gesehen. Ohne dass ich auftauche. Also sieht er mich unter Wasser. In dem ganzen Rauch, den die da noch fabrizieren. Durchsuchen und säubern. Los geht's. Abwarten. Lass sie zu dir kommen. So, zum Glück sind wir unverwundbar, wenn wir einen so umbringen.
Und das könnte die richtige Taktik sein. Was ist mit dem Pisser? Durchsuchen und säubern. Los geht's. Wir verlieren sie! Okay, jetzt kommen die wieder auf mich zugerannt, obwohl sie eigentlich gar nicht wissen dürften, wo ich bin. Wir verlieren sie und sie rennen auf mich zu. Obwohl sie mich nicht sehen. Das ist sehr, sehr eigenartig. Ich glaube, die machen was sie wollen. Bring den Wichser um. Schwimm schon. Meine Güte. So, zwei Stück, glaube ich, haben wir erledigt. Wir sollten vielleicht jetzt nach ganz hinten schwimmen. Wenn die da Radau machen. Wie ein Assassine uns immer schön von hinten anschleichen, aber... Na, das Schöne ist, das interessiert die gar nicht, wo ich bin. Die sind einfach überall, wo ich bin. Sehr nervig, dieses Geschwimme. Also bisher vielleicht die blödeste Stelle im Spiel. Auch wenn die Idee gut ist. Aber Alter, was ist mit den Wichsern los, ey? Ihr Pisser. Wo ist der Dödel? Hä? Ja, ja, ja. Ja, genau. Genau, da sieht er mich. Alles klar. Alles klar. Genau, genau. Ausgerechnet. Hat jemand Sichtkontakt? Na, der sieht mich doch jetzt gleich. Genau, genau. Oh, ist das schön. Ist das schön. Selten so viel Spaß gehabt. Aber ich kann mich auch nicht im 1 gegen 1 gegen die stellen, weil ich bin ja sofort tot. Das heißt, wir schwimmen... weiter und weiter, immer zur nächsten Runde. Bis wir irgendwann mal wieder einen erwischen können. Oh, nerv, 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 nerv. Bist du dumm, du sollst das nehmen. Wichser. Lad nach, bist du blöde? Sind das die... Nein, 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 sterb jetzt nicht. Haben sie verloren. Das war der letzte von ihnen. Wag es, dich jetzt zu sterben, ey. So, was, Jonah? Jonah stirbt, weil er ein Idiot ist. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob.
Retten die ihn etwa noch? Durch seine Dummheit hätte er eigentlich den Tod verdient. Was ein Idiot, er hätte ihn einfach abknallen sollen. Als er die Chance dazu hatte. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Ja, und bringt ihr den jetzt dahin oder muss ich das machen? Wahrscheinlich passiert das automatisch. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern.